Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gabatrons. Heute packen wir ein Spiel aus, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, beziehungsweise drei Spiele. Und zwar The Banner Saga Trilogy oder The Banner Saga Trilogy, wie man sie aussprechen sollte, ich weiß es nicht. Und zwar sind das Spiele, die gab es vorher nur digital für Konsolen und jetzt sind sie in einer physischen Fassung auf einer Disc erschienen, was ich sehr klasse finde. Für die PlayStation 4, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es auch für die Switch und Xbox One erschienen ist, werde ich euch aber in der Videobeschreibung verlinken, beziehungsweise reinschreiben. Und wenn euch das Spiel interessieren sollte, werde ich euch auch einen Launch-Trailer unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, das ist ein Wikinger-Rollenspiel-Mix-Strategie. Und das fand ich immer interessant. Es hat einen sehr schönen Cartoon-Look. Und ja, freue mich einfach, dass es jetzt das physisch gibt. Hier oben steht noch, enthält Banner Saga 1, 2, 3, Best of Soundtrack, Mini-Artbook, Poster zusammen und Horn von Lichtabend. Ist ein iTeam-Game, okay, In-Game-iTeam, so. Über 30 Auszeichnungen von Nominierten und Nominierungen, ist von Versen Evil entwickelt worden und von 525 Games vertrieben worden, ist die Bonus-Edition und ist ab 12 Jahren freigegeben. Dann steht hier oben, webe deinen eigenen Faden durch dieses epische Wikinger-RPG-Abenteuer. Das Spiel geht zu einem Spieler, Netzwerkfunktionen werden unterstützt, 15 GB Speicherplatz werden benötigt, DualShock 4 Vibrationen unterstützt, HD-Videoausgang ist 720p, 1080i oder 1080p und unterstützt auch Remote Play für die PS Vita. Dann steht hier noch, wunderschöne handgezeichnete Kampfsequenzen und Animationen begleiten einen mitreißenden Soundtrack des Grammy-nominierten Komponisten Austin Victory. Wähle zwischen 48 spielbaren Charakteren aus 4 verschiedenen Rassen und 40 unterschiedlichen Klassen, hier mit ganz eigener Fähigkeiten und Verbesserungsoptionen. Ja, und was ich hier cool finde, je nach Entscheidung können deine Karawane oder Charaktere sterben. Du musst auch die Ressourcen gut verteilen und ich fand das immer episch und freue mich, dass ich das jetzt zwischendurch mal für die PS4 spielen kann. Gucken wir mal rein, was da alles so jetzt physisch dabei ist. So, dann haben wir hier die Spiele des. Etwas schlicht, das ist der Soundtrack. Ein Booklet, das sind da Codes. Nee, ist ein schönes Booklet, das finde ich ja cool. Und da sieht auch ein bisschen den Stil, den ich meine, so Cartoon-mäßig, so alten Zeichentrick. Finde ich irgendwie ganz cool. Oh, das ist echt eine schöne Edition. Und duftet auch herrlich. Und dann haben wir dazu noch eine Karte mit allen Charakteren, glaube ich. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das Spiel deutsche Sprachausgabe hat, um ehrlich zu sein. Aber auf jeden Fall deutsche Würzentexte wird es haben. Und da werde ich euch mal dann informieren, wenn ich mein 19-Gänge-Video mal endlich machen werde. Ach, das ist das Artbook gewesen. Da werde ich euch dann sagen, ob das Spiel deutsche Sprachausgabe hat oder nicht. PGU ist übrigens ab 16 freigegeben, bei uns USK 12. Ja, und das bekommt man für sein Geld. Und ich finde, das ist eine schöne Edition, weil das Spiel kostet 39,99 und davon bekommt man dieses, ich sag mal, Booklet, Artbook, Soundtrack und diese Karten mit Charakteren und das Spiel selber, beziehungsweise die drei Spiele. Da kann man sich nicht beklagen. Ich wünsche noch einen schönen Tag, hoffe, das Video hat euch gefallen, weil Unboxing bin ich ja so einer der wenigen, der das noch macht, ist halt oldschool. Ich bin halt eben alt und auch oldschool. Bis zum nächsten Mal, euer Gabatrons. Tschüss!